Worauf die meisten Hunde wohl eher keine Lust haben, das ist ein Fotoshooting. Und das, was Sie hier sehen, das muss man erstmal so hinbekommen. Oder haben Sie schon mal einen Hund gesehen, der sich total dafür interessiert, wie er vor der Kamera aussieht? Nicht wirklich, oder? Und deswegen ist der Weg zu einem schönen Hundefoto auch oft beschwerlich. Außer vielleicht, man macht den Job hinter der Kamera schon seit 30 Jahren. So, wir machen jetzt als erstes jetzt mal ein Foto. Ganz einfach, Hund ablegen. Ihr geht ein paar Meter weg und ruft den Hund auf euch zu. Fototermin am Strand von Eckernförde. Jetzt kannst du sie rufen. Fotograf Jürgen Lokowski möchte jetzt, dass Dalmatiner Carla den Stöckchen-Dummy aus dem Wasser holt. Werf mal einen Meter rein, jetzt. Nimm und komm. Ruf sie. Zu mir. Also ich denke, sie hat andere gute Seiten, nämlich so Leute begrüßen und mit anderen Hunden spielen. Aber jetzt fotografieren, ich glaube, das Riesenfotomodel wird sie nicht. Auch die anderen Models lassen sich entweder leicht ablenken oder zeigen der Kamera gerne mal die kalte Schulter. Fotografieren an sich findet sie nicht so witzig. Aber heute bekommen nicht nur Rhodesian Ridgeback Myler und ihr Frauchen professionelle Hilfe. So, jetzt kannst du sie rufen. Ja, komm mal her. Also es ist erstmal wichtig, dass der Hund genau weiß, was soll ich jetzt machen. Das sind entscheidende Dinge und das muss ich dem Hundeführer klar sagen. Der braucht eine klare Ansage, auch wenn sich das manchmal hart anhört. Du musst ihn manchmal schon klare Ansage machen. Wir machen jetzt Folgendes, dass du da vorne noch mal ins Wasser wirfst. Stellst dich ans Ufer, wirfst rein, ich mach noch mal ein Foto Gegenlicht. Pino, ein Weller, liebt die Ostsee. Und Jürgen Lokowski fotografiert seit 30 Jahren leidenschaftlich gerne Hunde. So lange ist er auch schon Hundetrainer. Kerstin, du kannst deinen Hund rufen und loben. Ja, komm mal her. Der Nächste. Bleib. Ja, so ist brav. Bleib. So ist der Bär brav. Ja. Carla, so ist fein. Und richtig. Setz sie bitte wieder hin. Soll ich die Leine dran lassen, oder? Ja, ja, lass sie mal dran. So ist gut. Platz von der Seite ist immer schön. Nee, das jetzt kannst du sie rufen und loben. Carla, komm. Loben. Nach diesen Einzelporträts hat Jürgen Lokowski noch etwas Besonderes mit seinen Hundemodels vor. Alle drei sollen zusammen auf ein Bild. Da müssen die Frauchen gut mithelfen, damit ihre Hunde schön liegen bleiben. Aber das ist egal, der darf. Der darf. Ich ganz leise sprechen, ganz brave Bären, wunderbar. Bis Ende März können sich Pino, Carla und Myla und alle anderen Hunde noch am gesamten Strand von Eckernförde fotografieren lassen. Danach ist er wieder den Zweibeinern vorbehalten. Aber der Hundestrand ist ja nicht weit. Komm her. Loben, fein, nicht vergessen. Machen wir ein Gruppenfoto. Hallo. Gruppenfoto mit dir, komm. Hundeschule ist auch Menschenschule, sagt Jürgen Lokowski. Und am Ende sind alle müde, aber glücklich.